Einen zauberhaften guten Tag in die Runde gewünscht. Das ist eine neue Ausgabe des Metal.de Monatsrückblick, diesmal für den Monat November 2021 und auch ein bisschen für den Dezember 2021, denn schauen wir mal auf den Tacho, seien wir mal ehrlich, wir gehen großen Schrittes Richtung Jahreswechsel, Weihnachten und KKG. Ich habe mich deswegen extra für euch, nur für euch, in einen meiner besten Weihnachtssweater geschmissen, themenbezogen, die traditionelle Mandarinen-Jonglage, die ich an solchen Stellen immer ganz gerne durchführe, lasse ich heute mal weg. Es gibt sonst nur Verletzte und wir fangen direkt mit den News an, okay? Tatsächlich stelle ich gerade fest mit einem Blick auf meine Notizen, dass ich die News aus dem Monat November ein bisschen mit den News aus dem Monat Dezember vermischen. Und zwar möchte ich euch unbedingt zuerst mal auf unseren Adventskalender hinweisen. Wir machen jeden Tag ein Türchen für euch, mit euch auf und es gibt ordentlich was abzugreifen. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Schaut mal rein. Dann müssen wir natürlich über das Summer Breeze reden. Und zwar stocken die gerade ordentlich das Line-Up auf und es wächst und wächst und wächst. In den letzten Tagen sind nochmal 26 neue Bands dazugekommen. Wie, was, wo, wann und überhaupt und sowieso. Wir halten euch immer bei uns auf den Laufenden. Trennungsschmerz bei der Band Opeth. Die haben sich nämlich von ihrem Drummer Martin Axenroth getrennt. Die News dazu findet ihr bei uns. Und dann gibt es newstechnisch noch ein bisschen was zum Freuen. Und zwar wurden die Deftones für 2 Grammys nominiert. Nächster Punkt auf meiner Agenda, Reviews. Und zwar mit der neuen Scheibe von Hämatom, Die Liebe ist tot, kehrt die Band wieder zu ihrem alten Sound zurück. Mein Kollege Yannick sagt, das Ganze ist 7 von 10 Punkten wert. Dass Obscura noch für den ein oder anderen Überraschungsmoment gut sind, das hat mein Kollege ausgecheckt und zwar 8 von 10 Punkten für A Valediction vergeben. Die Band macht damit einen sehr würdevollen Neustart und Neuanfang. Und wie sieht's da aus bei Unanimated und Victory in Blood? Also die Jungs schlagen sich echt gut, das Ganze macht 7 von 10 Punkten. Ist aber so eine Scheibe, da müsst ihr euch die Review mal in Ruhe durchlesen und wahrscheinlich auch mal das Album ganz in Ruhe zu Gemüte ziehen. Natürlich muss ich an dieser Stelle den absoluten, man kann es nicht anders sagen, Lordy Overload erwähnen. Die Megabox mit dem glorreichen Namen Lord Diversity umfasst mal eben 7 Scheiben und jo, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben uns das Ganze mal angehört, fleißig Reviews getippert und jo. Die stehen jetzt bereit für euch zum Lesen. Weiter geht es direkt auf der Agenda mit Menschen, Gerede und Fragen. Die Interviews. Wir haben zum Beispiel geredet mit dem Udo Dirk Schneider über die neue Scheibe Game Over. Das Ganze klingt ja so ein bisschen, als hätte da jemand keinen Bock mehr und würde schon so ein bisschen Richtung Rente stolpern. Ist aber nicht so. Das Ganze ist nämlich eher in die Richtung gemeint, Game Over in Sachen aktuelle Situation und die Menschheit an sich, das Verhalten der Menschen und wie man es verändern sollte. Und wir haben darüber gesprochen, dass es echt okay ist, dann doch in seinem Live-Set mal so 2, 3 Klassiker einzubauen. Über Death Metal zu schreiben ist der immerwährende Kreislauf zwischen Leben und Tod. Ja, wir haben mit Unleashed gesprochen und zwar nicht nur über das neue Album, sondern über die 30-jährige Bandgeschichte der Truppe. Ein sehr schönes Interview ist dabei herausgekommen. Dann haben wir uns den Rock'n'Roll von Running Wild geschnappt zum Gespräch. Der erklärt uns, dass man auch nach so vielen Jahren bei einem neuen Release immer noch nervös ist und das Ganze nie an Besonderheit verliert oder verlieren wird. Und dass Running Wild einfach für Heavy Metal der 80er Jahre steht und das auch verdammt gut so ist. Ich bin jetzt gerade in der Position, euch nochmal so unter uns gesagt, auf die Wichtigkeit einer Steady-Mitgliedschaft beim Metal.de hinzuweisen. Macht das mal, beschäftigt euch mal mit dem Thema und versucht das mal, weil da gehen echt gute Preise bei rum. Aktuell verlosen wir nämlich einen Rammstein-Truck-Bausatz der Firma Revell. Ja, ja, ich sag ja, beschäftigt euch mit dem Thema Steady-Mitgliedschaft. Ist nicht ohne.
Wir machen ja grundsätzlich so einmal im Monat auch so verrückte Sachen wie den Soundcheck. Neue Platten des Monats schön bewerten, zusammenstellen für euch, in eine Rangliste verpacken. Jo. Für den Monat Dezember sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Auch da ist jetzt gerade der neue Soundcheck veröffentlicht worden. Da haben wir uns aber mal das ganze Jahr angeguckt und haben diesmal in den Soundcheck Platten aufgenommen, die vielleicht das Jahr so ein bisschen stiefmütterlicher behandelt wurden oder jo, auch nicht. Auf jeden Fall eine interessante Liste dabei rumgekommen. Checkt den Soundcheck für Dezember. Genau. Das war's von mir. Ich habe fertig. Das war der Metal.de Monatsrückblick. Alle Infos findet ihr natürlich auf unserer Homepage Metal.de, bei Facebook oder auch auf unserem Instagram-Account. Mir bleibt jetzt nur noch über euch eine fantastische Zeit, ein paar wunderschöne Feiertage zu wünschen. Und vor allen Dingen, lasst euch impfen. Ohne Scheiß, wir wollen doch alle irgendwie nächstes Jahr voll geschwitzt und dicht aufeinander gedrängt wieder vor irgendeiner Bühne rumstehen, oder? Oder? Na gut, Deal. Lasst euch impfen. Kommt gut ins neue Jahr, habt ein paar schöne Feiertage mit euren Liebsten und freundlicher Verbraucherhinweis von uns, bumsen statt böllern. Immer besser, ne? Also, macht's gut und bleibt vor allen Dingen gesund. Und für alle die, die länger dran geblieben sind, um rauszufinden, ob ich noch mit Mandarinen jongliere. Ich bin raus für heute.